So, willkommen zurück. Wir machen noch mal ein paar Runden hier weiter. Vielleicht macht er ja durchaus noch mal was. Und ja, Entschuldigung für den harten Cut eben wieder. Wir sind mal wieder rausgeflogen. Muss ich mal wieder hart abschneiden dann. Ihr kennt es ja mittlerweile. Man kann sich leider nicht vorher so ein bisschen drauf einstellen. Das ist halt blöd. So, können wir loslegen? Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Abfahrt. Abfahrt. Probieren wir noch mal ein paar Runden hier. Ja, du hast ja jetzt gerade in der Pause gestanden, das ist das geilste Spiel, das du jemals empfohlen bekommen hast. Dass ich was bekomme? Empfohlen. Das Spiel hier. Ja klar. Also. Gibt nichts Besseres. So ein Schmutz. Ja, aber der Schmutz hat mehr zu Wege gebracht als der Schmutz davor. Oh. Das war ja kein Schmutz. Hat zwar dreckig, aber kein Schmutz. Okay. Ich sag jetzt mal nicht. Weiß, dass ich mit widersprochen habe. War ja bewusst so. Ja, hinterher, ne? Aber schade, dass jetzt nicht auf der letzten Walze der noch war. Boah. Gesundheit. Okay. Ihren Scanner ist an, damit ihr nichts kriegt. Ja, ja. Wir sind natürlich mal wieder nicht alle im selben Raum, wie immer. Ja, ja, das sowieso. Sind alle. Alle über ein Online-Telekommunikationsmedium verbunden. Ja, halt nicht nur 1,5 Meter Sicherheitsabstand, sondern teilweise bis zu 90 Kilometer. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Mal 4 Euro. Aber das hört man ja auch. Ich meine, wir haben ja alle unterschiedliche Mikrofone von dem her. Aber ich glaube, ich mache mal hier doch was anderes. Ich hatte ja jetzt noch Chancen. So, bis gleich, Leute. So, wie ich persönlich wollte gerne mal The Hand of Midas machen. Wir haben Zusatzeinsatz an. Dann ist natürlich der Einsatz ein bisschen teurer. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier auch noch mal ein paar Freispiele vielleicht sehen. Das wäre schön. Da haben wir schon einen Scatter. Immerhin schon einer war da. Hat sich der Zusatzeinsatz schon gelohnt. Der Scatter, der wäre auch ohne Zusatzeinsatz gekommen. Weißt du nicht, kannst du nicht sagen. Ja, kann man sich ja jetzt immer drauf berufen, aber... Nun raube ihm nicht die Illusion. Ja, ich glaube auch. Boah, das war ein Vierer-Wide. Nee, ach so, ein Dreier. Nee, Dreier. Dreier. Der hat ja den Standard-Multi. Aber Scatter lassen sich bis jetzt noch keine blicken. Okay. Kann sagen, du hast eben gesagt, dass ein Scatter da war. Also ja, einer. Ja, probieren wir es mal auf 1 Euro. Also mein liebster Einsatz, und danach suche ich mir auch oft die Spiele raus, sind 80 Cent. Hier werden es dann 75. Ja. Ja, ich mag so diese 75, 25, das mag ich nicht. Dann musst du das Spiel ohne Zusatzeinsatz spielen, dann kommst du auch auf 80. Wenn man ja mal wüsste, ob es wirklich damals sowas gebracht hätte, ne? Man hat leider keinen so einen Vergleich. Schade. Ob man die Freispiele auch ohne den Zusatzeinsatz in dem Moment bekommen hätte dann. Soll man mehr Scatter geben, nicht nur 3.
4 oder 5. Oh, da ist ein Gewinn. Mal 5. Oh, ja. Wahnsinn. 40 Cent. Ja, Port ist Geld. Der Lutscher aus dem Kiosk. Der ist safe. Na, ja, die sind teuer geworden. Ja. Vielleicht gibt es eine Billigversion von 40 Cent. Für dich immer, Junge. Nee. Oh, läuft aber auch tot. Ah. Ja. Ja, was mich mal interessieren würde, ist, wenn du jetzt den Zusatzeinsatz wegmachst, ob er dann mehr sweatet. Ja, ausprobieren. Guck mal, da haben wir deine 80 Cent, Patrick. Jetzt 5 Scatter. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Mir hat es halt der grüne Ritter angetan. Ja, den können wir auch nochmal machen. Green Knights. Das ist Basti Scholl. Was meine Schuld ist, ist Halloween. Ja, das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ja, habe ich gestern auch ziemlich lange gespielt. Spalten sich die Meinungen stark. Also mich so wundert, dass die Leute teilweise geschrieben haben, da hast du noch nie was gewonnen. Quatsch, da hatten wir das 300-Euro-Bild gehabt mit mal 10. 309 Euro. Oh, mal 2 nur jetzt, wo der König da ist. Wenn aber bis 400 nichts kommt, würde ich wechseln. Naja, auf jeden Fall. Er hat aber nur einmal bisher gesweatet, sonst. Mhm. Läuft echt ruhig. Auch stumpf. Dann wieder nur mal 2, wenn der mal so eine Fahrreihe. Ich finde, so an sich zahlt das Spiel gar nicht gut, also außerhalb der Freispiele. Bei Playing Go ja auch so, dass außerhalb gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Bei Playing Go. Wir sind bei Pragmatic Play. Ach ja. Komm jetzt mal 5. 10 Euro Marke. Im Pragmatik, aber das ist da ähnlich, finde ich. Aber was mich so ärgert, ist, dass er noch nicht mal hier antäuscht. Es kommen nämlich überhaupt keine Scatter und das trotz Zusatzeinsatz. Ja, und diesmal kannst du keinen für die Spielwahl verantwortlich machen. Die Schuld liegt ganz bei dir. Ich wollte gerade sagen, ich bin raus. Ich auch. Echt schade. Du musst dran glauben. Oh, ich dachte, die Könige bezahlen wenigstens mal einen Euro zurück, oder? Wenn man sich über 1 Euro freut. Echt? Jetzt wäre langsam mal wieder schön, mal 100 Euro zu gewinnen, dass man mal wieder auf dem Anfangswert ist. Guck dir das an. Schade, Hand of Midas hat leider enttäuscht. Na gut, schauen wir mal nach was anderem bis klar. So, dann probieren wir es mal ein bisschen mit
Razor Shark. Fangen wir mit 50 Cent mal an. Hoffen wir mal, dass hier sich mal was blicken lässt. Dieses Spiel mag ich überhaupt nicht. Nee? Hast du es schon mal ausprobiert? Oder einfach schon mehrfach ausprobiert, aber noch nie ein Feature bekommen. Das hatten wir schon. Noch nie ein Feature? Nein. Das ist schwach. Man muss natürlich dazu sagen, man braucht auch für dieses Spiel echt einen langen Atem, glaube ich, ne? Es kommt drauf an, wenn du auf dem richtigen Einsatz bist, habe ich schon durchaus gesehen, dass der schon ziemlich oft da irgendwas macht. Egal, ob er jetzt in die Freispiele reingeht oder mal regelmäßig Algen einwirft. Also aber ich hab es schon mal eine Stunde auf anderthalb am Stück mit vielen verschiedenen Einsätzen, aber kam gar nicht. Ich habe das halt gespielt sehr gerne, wo die Regulierungen noch nicht waren. Und da habe ich dann auf 2 Euro ständig irgendwas gehabt. Also es war schon sehr gut. Also ich habe irgendwie auch 800 Euro gewonnen. Das ist jetzt nicht überkrass für 2 Euro, aber schon okay. Kann man mitarbeiten. Ich hatte auch war in Crystal Ball und hatte auf 2,50 Euro die Freispiele. Und dann sage ich mal besser nicht, was er gemacht hat. Ja, viermal Gandalf? Nee, gar nicht. Achso, ja gut. Wirklich gar nicht. Da kam, glaube ich, das Reagenzglas war es, glaube ich. Und nicht mal die 2. Ja, ich hatte mal eine ganz schlechte Erfahrung gemacht mit einem Spiel, was der Basti eigentlich gerne spielt. Das heißt Dawn of Egypt. Ist so mehr oder weniger der Nachfolger von Legacy of Egypt. Und da habe ich auf 3 Euro die Spiele gehabt und habe dann wirklich die 20 Stück bekommen. Und der Basti weiß auch, wie schwer es letztendlich ist, da mal mehr als 3, 4, 5 Spiele zu bekommen. Mhm. Ja, und ja, hat er mir 27 Euro geschmissen. War auch nett. Ja, da kommt Freude auf. Ich gehe jetzt mal auf 1 Euro und hoffe, dass auf dem Einsatz mal was passiert. Dann habe ich aber auch tatsächlich mal auf 40 Cent das Spiel gespielt und habe dann bei diesem Spiel dann echt 555 Euro gewonnen auf 40 Cent. Das war echt nicht von dieser Welt für den Einsatz. Ja, und was halt auch cool ist bei Dawn of Egypt, halt, wenn du halt die 5 Scatter im Base Game bekommst, dann hast du direkt 1000x. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Hab's zweimal gehabt. Also Basti, du hast mit deiner Spielerauswahl heute kein Glück. Nee. Moment läuft das echt. Ich hätte gerade gedacht, das sei wenigstens ein Gewinn da, aber getäuscht. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, Razor Shark läuft gerade genauso bei dir wie bei mir eigentlich auch ständig. Also. Weiß nicht. Könnte kommt aber sein, überhaupt dass... nichts. Kommen wieder Algen. Noch da so mal was machen. Dass er Bock hätte auf 2 Euro oder so, aber das können wir ja halt nicht spielen, ne? Da haben wir leider nur so Einsätze wie 1 Euro, 50 Cent, 30 Cent, 20 Cent. Das ist halt. Ja. Komm, jetzt machen wir eine Münze hier. Mein Gefühl sagt mir, du solltest zum grünen Ritter gehen. Können wir gleich mal machen hier nach. Machen wir wieder ein paar altbekannte Sachen hier. Vielleicht kommt da ja mal was. Boah. Einfach eine sinnlose Alge, wofür man auch noch Geld bezahlt hat. Boah. Aber auf die ganzen überhaupt Algen. Nicht. Er hat die ganzen Algen gesehen. Mal. Oh, Münzen. Mal schauen. Boah.
Taler. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Boah, das ist nicht wahr. Die Alge auf der letzten Walze ist immer so sinnlos, wenn da keine Münzen kommen. Und es ist im Endeffekt auch nur eine Chance, die dir genommen wird auf den Scatter. Ja. Gut, ich sag mal, wenn du schon die Möglichkeit mit zwei Scattern hättest, könnt ihr auch hinten noch den Scatter schmeißen, meine liebe Klasse, aber. Ja, mit der Münze könnte er den schmeißen. Ja, mit den Münzen. Bei 3,50 Feierabend, war? Ja, klar. Safe. Und jetzt komm. Oh. Irgendwie gar nichts. So, wir schauen mal. Bis gleich.